Alexandras erste Tour alleine im Truck. Und sie will es allen beweisen. Truckfahren in Russland ist ein Job für Männer und Frauen. Allerdings halten viele Männer von Gleichberechtigung gar nichts. Die Männer sind verwirrt. Und wenn wir dann in den Truck steigen und losfahren, dann ist das für viele Machos ein Schock. Frauen gehören an den Herd und sollen Kinder auf die Welt bringen. Der Job ist doch viel zu schwer für eine Frau. Truckfahren ist für Alexandra der absolute Traumberuf. Auch wenn der Job hart und anstrengend ist. Sie lässt sich nicht einschüchtern. Raubüberfälle sind an der Tagesordnung. Fernfahrer in Russland leben gefährlich. Wir begleiten Alexandra auf ihrer allerersten Tour. Allein durch Russland. Sascha, dein Truck. Danke. Alexandra, Rufname Sascha, hat ihren ersten Auftrag bekommen. Bei einer russischen Spedition, die neuerdings Frauen beschäftigt. Ihr Arbeitsplatz, ein brandneuer 40-Tonner. Ich muss überprüfen, ob die Tanks gut verschlossen sind, damit niemand den Sprit klaut. Dann muss ich die Plane checken. Es dürfen keine Schnitte drin sein. Prall gefüllte Reifen sind Pflicht. Die Fracht ist gegen Diebe gesichert. Ich hoffe, das reicht aus. 620 PS unterm Sitz. Wie fühlt sich das an? Ich fühle Freiheit und Macht, wenn ich hier sitze. Das ist mein kleines Wohnzimmer. Ich habe zwei Liegen, eine unten und eine hier oben für eine zweite Person. Meine Lieblingsdecke gegen die Kälte. Mein Kissen, damit ich es kuschelig habe. Mir stehen Touren von ein bis zwei Wochen bevor. Es ist toll hier, wie zu Hause. Noch gibt es nur wenige Frauen in Russland, die Truck fahren. Daher ist ein Spediteur, der wie Dmitri Vorontsov bewusst auf weibliches Personal setzt, eine Seltenheit. Mädels, ihr könnt rein und testen, wie sich das anfühlt. Tag der offenen Tür. Vielleicht hat eine der Frauen Interesse an einem Job als Fahrerin. Man sitzt ganz schön hoch. Und es sind so viele Spiegel drin. Am Herd kann es genauso gefährlich sein wie im Lastwagen. Man muss das machen, wozu man Lust hat. Wollen Sie den Job machen? Ja. Die Männer denken, dass wir körperlich schwach sind. Sie sagen, wie wollt ihr diesen Job bewältigen? Dabei ist die Arbeit in einem modernen LKW physisch überhaupt nicht schwer. Warum setzt Spediteur Dmitri Vorontsov auf Frauenpower? Erstens bauen Frauen weniger Unfälle. Zweitens, sie sind zuverlässiger. Und drittens, Frauen sind aufmerksamer. Warum also nicht? Und es gibt nicht genügend Männer, die diesen Beruf ergreifen wollen. Für Alexandra beginnt hier und heute ihr neues Leben als Truckerin mit Papierkram. Deine Reisepapiere, die Autoversicherung und das ist für den Zoll. Danke. Vor allem der Zoll bereitet den Fahrern Probleme. Die Beamten laden die gesamte Fracht aus und beschädigen sie oft. Ein angeblich falsch ausgefülltes Formular und der Zoll verweigert die Weiterreise, bis alles geklärt ist. Die Fahrer brauchen sehr gute Nerven. Sascha startet ihre erste Tour. Von Twer bei Moskau nach Krasnodar am Schwarzen Meer. Ich habe schon als Teenager von dem Job als Truckerin geträumt. Mit 20 Jahren habe ich mich bei Speditionen beworben und nur Absagen bekommen. Es hat 7 Jahre gedauert, einen Arbeitgeber zu finden. Mein Vater glaubt, dass der Job zu gefährlich ist. Meine Mutter findet es ganz okay. Balletttänzerin oder Model, das wären für Alexandras Vater die passenden Jobs für seine Tochter. Doch die 27-Jährige will ihren Traum leben und viele Frauen ermutigen, das Gleiche zu tun. Doch bevor es richtig losgeht, schon die erste Hürde an der Tankstelle. Warum kommt da nichts raus?
Alexandra hat in ihrer Trucker-Ausbildung viel gelernt. Aber selbst etwas so Simples wie tanken ist beim ersten Mal dann doch nicht so einfach. Sie weiß nur nicht, wie es geht. Das Problem haben aber auch Männer. Wenn ein Tank noch voll ist, muss der auf der anderen Seite befüllt werden. Zum Glück gibt's einen hilfsbereiten Tankwart. Fernfahren war hier lange Zeit für Frauen verboten. Zu Sowjetzeiten hieß es sogar, Männerjobs würden die Gebärfähigkeit von Frauen einschränken. Es gibt vielleicht nur 10 Truckerfrauen in Russland. Ich weiß es nicht genau. Die Männer sind verwirrt. Und wenn wir dann in den Truck steigen und losfahren, dann ist das für viele Machos ein Schock. Und auch damit ist Sascha konfrontiert. Funksprüche wie dieser vom Lasterfahrer hinter ihr. Wo hast du das Fahren gelernt? Wie meinst du das? Du bist eine blöde Kuh. Fährst mal langsam, dann schnell. Scher dich zum Teufel. Alles klar. Willkommen in der russischen Truckerwelt. Alexandra ignoriert die Beschimpfungen. Denn es gibt auch kollegiale Fahrer. Bist du auf dem Truckerkanal? Ja, bin ich. Dein Dach ist hinten offen. Verstanden, danke. Irgendjemand aus der Spedition hat offenbar vergessen, die hintere Klappe am Dach zu schließen. Sie haben die Gurte nicht gespannt. Die Aufgabe ist für Sascha schwerer als gedacht. Dabei hat sie diese Handgriffe während ihrer einjährigen Berufsausbildung gelernt. Nur in der Praxis klappt es eben nicht. Mit Kraft alleine ist die knifflige Aufgabe nicht zu lösen. Zwei Fernfahrer eilen ihr zur Hilfe. Sie wissen, wie es geht. Erst zumachen, dann spannen. Oder was andersrum? Du musst zuerst spannen. Eine arbeitet, zwei geben Ratschläge. Häng dich da mal ans Dach, es muss richtig zuklappen. Nicht da. Du musst dich in der Mitte einhängen. Einfach die Stange ziehen. Warum geht das nicht? Jetzt mach die Tür zu. Probieren wir es. Nach 20 Minuten ist das Problem gelöst. Das Dach ist zu. Einer Blondine muss man helfen. Solche Probleme kommen öfter vor. Wenn nicht wir, hätten andere geholfen. Vielen Dank. Haben wir gern für dich gemacht. Weiter geht's für Sascha zur Aufladestation. 10 Tonnen Fensterrahmen wird sie quer durch Russland transportieren, 1500 Kilometer weit. Doch erstmal muss sie damit durch den Zoll. Zollkontrollen können sehr schnell gehen oder Tage dauern. Keine Ahnung, wie sie auf Truckerinnen reagieren. Ich versuche, die Nerven zu behalten. Die schwer bewachte Zollkontrolle an der Stadtgrenze von Moskau. Hier lässt sie ihre Ladung aus Polen prüfen. Ich habe alle Papiere da. Es fehlen die vollständig ausgefüllten Zolldokumente. Sie können so erstmal nicht weiterfahren. Hier ist doch alles. Stress beim Zoll. Alexandra muss warten. Ganze 3 Tage lang. So lange hat die Kontrolle beim Zoll gedauert. Ohne Möglichkeit zu duschen, nur nervtötendes Warten. Sascha ist gereizt. Warum lässt mich der Penner nicht durch? Sie hat es jetzt sehr eilig. 4 Tage waren geplant, jetzt werden es mindestens 6. Der Aufenthalt beim Zoll war eine Qual. Ich wollte meinen Aufruf nicht verpassen, deshalb habe ich im LKW gewartet. Bin nur ein paar Mal kurz aufs Klo gegangen. Es ist, wie es ist. Ihre eigentliche Fahrt beginnt erst jetzt. Und dann auch noch das. Kilometerlanger Stau. Mit Pavel von ihrer Spedition steht sie in ständigem Kontakt. Hallo. Pavel, hallo. Sascha, привет. Hi, wie ist die aktuelle Straßenlage? Ich stehe in einem Megastau und verspäte mich total. Gibt es irgendwelche Umgehungsrouten?
Ich sehe mal nach und informiere den Kunden, dass du später kommst. Ich melde mich nachher wieder. Danke, bis gleich. Wenn ich Männer losschicke, dann fahren sie und tschüss. Bei Alexandra mache ich mir Sorgen, daher rufe ich oft an. Aktuell kann Pavel ihr aber nicht helfen. Die Strecke von Moskau Richtung Süden ist verstopft. Es gibt nur diese eine Straße. 9 Stunden Stop and Go für Sascha. Wie gefährlich Truckfahren in Russland ist, weiß Sergej. Er macht den Job seit 30 Jahren. Wir müssen zu unserem Schutz Waffen tragen. Das ist in unserem Job ganz normal. Würden Sie Alexandra eine Waffe empfehlen? Alle brauchen eine. Man kann legal eine erwerben. Ich habe auch immer eine dabei. Verbreitet ist eine Pistole aus russischer Produktion namens Ossa. Trucker tragen sie zum Schutz vor Überfällen. Denn vor allem nachts kann es auf Raststätten gefährlich werden. Diese Banditen haben keine Skrupel. Ich kannte Männer, die überfallen wurden. Sie haben sich gewehrt und wurden einfach erschossen. Diese Zustände gibt es in Russland im Wilden Osten, also weiter Richtung Sibirien. Dort habe ich auch noch nie eine Truckerin getroffen. Ich hoffe, dass Alexandra sich nachts nicht auf einem Rastplatz herumtreibt. Warum sollte sie ihr Schicksal herausfordern? Alexandra wird die Nacht heute auf einem Rastplatz verbringen. Auf ihrer ersten Tour hat sie nach 3 Tagen Warten beim Zoll und einem Tag Fahrt rund 500 Kilometer geschafft. Ich bin spät dran, kann aber nichts daran ändern. Schneller als 90 darf ich nicht fahren. Also fahre ich, soweit ich fahren darf. Seit 4 Tagen keine Dusche. Immerhin Zähne putzen auf öffentlicher Toilette ist möglich. Wie lange Fernreisen die Beziehung zu ihrem Freund beeinflussen, weiß sie noch nicht. Sie hofft aber, dass er auch Fernfahrer wird. Dann könnten sie gemeinsam auf Tour gehen und sich abwechseln. Während Alexandra Feierabend macht, fängt für andere Frauen der Arbeitstag erst an. Vor allem an Autohöfen suchen sie nach Kundschaft. Die Fernfahrer sind weit weg von zu Hause und von ihren Frauen. Sie sind gute Kunden. Sie haben gemütliche Cockpits. Es ist eine schnelle Nummer und leicht verdientes Geld. Der nächste Morgen. Alexandra hat die Nacht ohne Zwischenfälle überstanden. 1000 Kilometer liegen noch vor ihr. Entlang der Wolga Richtung Süden. Das will sie in 2 Tagen schaffen, wenn sie den Weg findet. Das Navi zeigt nach rechts. Nach meinem Verständnis muss ich aber geradeaus fahren. Weiß jemand, wie es nach Krasnodar geht? Abbiegen oder geradeaus fahren? Geradeaus. Dann fahre ich mal. Und dann steht sie wieder in einem Megastau. Ich muss den Zeitdruck verdrängen. Schau mal, wie schön der Nebel ist. Ihre erste Tour dauert 8 Tage, doppelt so lange wie geplant. Endlich erreicht sie die Millionenstadt Krasnodar. Ihre Ladung muss sie in einem riesigen Warenlager abliefern. Das Ziel ist Tor 3. 5 Hallen und alle haben ein Tor 3. Alexandra braucht noch einmal 20 Minuten, um das richtige Tor zu finden. Ich hoffe, dass nichts geklaut wurde. Oder beschädigt. Denn die Zöllner haben die Fracht bei der Kontrolle zwar einmal komplett ausgeladen, aber dann nicht mehr ganz so gewissenhaft neu eingeladen. Wie ich sehe, ist nichts geklaut oder beschädigt. Die Anfahrt war beschwerlicher, als ich dachte. Die Staus haben mich am meisten genervt. Jetzt nur noch vorsichtig rückwärts ans Tor fahren. Die Fracht wird in der Halle gelagert, bis der Kunde seine Ware abholt. Meine Mission ist jetzt erfüllt.
Sascha hat sich auf ihrer ersten Tour behauptet. До свидания und viel Glück.